Vorhang auf, die Kinoleinwand wird zur Tafel. Denn zum 17. Mal starten wieder die Schulkinowochen. Für Schülerinnen und Schüler in ganz NRW bedeutet das Kinobesuche zum ermäßigten Preis. Auch im Duisburger Filmforum werden die Schulkinowochen feierlich eröffnet. Als wir gestern davon erfahren haben, ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit, mal was Neues zu machen. Und ich bin auch ein Filme-Fan, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Aufgrund des Streiks konnte eine andere Schule nicht kommen. Und dann haben wir natürlich sehr die Möglichkeit begrüßt, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns mit den anderen Schülern einen Film anzugucken. Ja, also man hat sich natürlich drauf gefreut. Erstens kein Unterricht und zweitens auch mal Dinge anders zu lernen oder Dinge anders zu verstehen. Und dann auch noch so wichtige Themen, das ist sehr gut. Die Filme werden jedes Jahr von der Initiative Filmschule NRW ausgesucht. Inklusive Unterrichtsmaterial für die Lehrkräfte. Denn es geht vor allem um eins. Es geht halt letztendlich darum, Filmkompetenz, Medienkompetenz zu fördern, zu erkennen, wie funktionieren Filme, das Lesen von Filmen zu lernen, aber andererseits eben auch den Kulturort Kino zu stärken, den außerschulischen Lernort Kino kennenzulernen und da eben entsprechend Medienkompetenz zu sammeln. Die Filme knüpfen dabei an aktuelle Themen an. So auch der Kurzfilm von Ole Christian Heyer. Hier ist das Thema Rassismus. Eine Duisburger Gastarbeiterfamilie kam 1984 durch einen Brand ums Leben. Heyer thematisiert den Fall und will auf Rassismus aufmerksam machen. Ich freue mich, dass der Film hier im Rahmen der Schulkinowochen gezeigt wird. Leider ist auch in den letzten 5 Jahren die Situation ehrlich gesagt nicht besser geworden. Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren und Ereignisse, die diese Richtung leider bestärken. Natürlich ist der große Wunsch da, dass der Film weiter Aufklärung kann, sensibilisieren kann. Aktive Beteiligung an gesellschaftlichen Themen, das geschieht auch schon im Kinosaal. Denn nach den Filmen kommt es zum regen Austausch unter den Schülern. Gemeinsam diskutieren sie eigene Interpretationen und stellen sich gegenseitig Fragen. Das sieht auch der Regisseur. Für mich hat es einfach das Gefühl, dass da eine einheitliche oder eine Gruppe im Saal ist, ein kollektiver Geist, quasi ein Verständnis oder eine Akzeptanz füreinander. So. Und dieses gemeinsame Dasein fand ich einfach toll. Und den Schülerinnen und Schülern gefällt's. Ich fand es sehr cool, weil wir haben 3 Filme geguckt und dazu gab es dann noch Diskussionen und viele Schüler konnten dann noch was dazu sagen. Am meisten hat es mir gefallen, die Filme und dass man auch mit den Machern von den Filmen reden konnte, ein bisschen Feedback geben konnte. Ich fand interessant daran, dass man halt direkt mit den Leuten, die den Film gemacht haben, darüber reden konnte und direkt halt verstehen konnte, was sie mit ihrem Film ausdrücken wollen. Kino trifft auch Schule, Kino als Lernort. Denn Medienkompetenz wird immer wichtiger, besonders in diesen Zeiten.